Level 74 ist erreicht, Freunde, und endlich geht es weiter mit den Kämpfen auf der hellen Seite hier bei Let's Play Star Wars Galaxy of Heroes. Und ich heiße euch wie immer herzlich willkommen zurück. Bevor wir aber einsteigen bei den Kämpfen der hellen Seite, ihr seht das hier, Kapitel 8 ist nämlich mit Level 74 freigeschaltet worden. Da stürzen wir uns gleich rein und machen die ersten vier Kämpfe. Habe ich vorher nochmal eine grandiose Neuigkeit. Nämlich haben wir endlich die Möglichkeit, unseren Darth Maul auf 5 Sterne zu bringen. Ich habe nämlich eben zweimal den Galaktischen Krieg gemacht, um wieder die 36 Galaktische Krieg-Token Knoten zu holen, so rum. Und dabei, nach dem letzten Galaktischen Krieg, wir haben so wie bei Vader noch einen Splitter gefehlt. Und nach dem letzten Galaktischen Krieg kam dieser eine Splitter. Und da habe ich mir gedacht, gut. Level 74, Darth Maul, 6 Sterne. Das passt. Wir nehmen jetzt wieder auf und machen die nächste Folge. Das bedeutet, wir befördern jetzt gemeinsam unseren Maul auf 6 Sterne. Und vorher will ich dir mal ganz kurz mir die Werte anschauen hier. Wie sich das auf das Schiff auswirkt. Wir haben 16.000 Stärke, 34,14. Okay, 16.000, 34,14. Merken wir uns mal ganz kurz. 16.000, 34,14. Hier 8, 7 und 11. Okay, also befördern! Perfekt! Endlich haben wir einen Charakter über 10.000 Stärke. Das waren 8, 7 und 11. Also natürlich hat es beim Schutz nicht viel getan. Aber jetzt sind es aus 8, 7 ist 9, 8 raus geworden. Also wesentlich mehr Lebenspunkte. Hier waren es, glaube ich, 17.000. Jetzt sind es 18.000. Und was haben wir hier an Lebenspunkte? 37 und 16. Ich glaube, das waren 34 und 14. Also insgesamt sind wir wieder ein gutes Stückchen stärker geworden. Dank Maul. Und das freut mich riesig. In der Arena läuft es momentan nicht so gut. Das liegt daran, dass unser Team einfach sternemäßig ein großes Ziel ist. Ja, wir haben Ausrüstungsstufe 8 mit allen noch, einen auf 9. Und ihr seht momentan, wo es hängt. Es hängt dann an Raid-Ausrüstung. Hier brauche ich Raid-Ausrüstung, hier brauche ich Raid-Ausrüstung, hier brauche ich Raid-Ausrüstung. Das hier ist kein Problem, das ist das gleiche wie das. Also dieses Ding hier, ne, das ist easy peasy, aber hier brauche ich auch wieder Raid-Ausrüstung. Und das sind Sachen, die kann ich nur im 5-Sterne-Rancor-Raid kriegen, den wir momentan nicht machen. Oder eben, wenn ich bei den Lieferungen Glück habe und das hier käuflich erwerben kann, so wie das Zeug hier, ne, seht ihr? Sowas zum Beispiel. Da hängt es momentan ein kleines bisschen, aber das wird definitiv nicht ewig der Fall sein. Und ich hoffe, wenn wir endlich mal Ausrüstungsstufe 9 haben für unser Team, also überall 9, dass es dann vielleicht, dass wir dann ein bisschen stabiler stehen. Was mich meistens schlägt, ist ein Phoenix-Team. Ich puste die weg, also Phoenix-Teams sind kein Problem, ja. Ich mache mal kurz ein Beispiel. Ich war eben auf Rang 191. Und ich gucke, ob ich den gerade wieder finden kann. Den Typ, der da mein Team eben geschlagen hat. Der hier zum Beispiel, ja. Den haue ich problemlos weg, so wie jedes andere Phoenix-Team auch. Ja, das ist überhaupt gar keine Herausforderung für mein Team. Das Problem ist nur, dass der Computer nicht weiß, wie er spielen muss. Ich habe es schon ein paar Mal erwähnt. Ich betäube meistens Ezra, puste Zap weg und dann ist der Rest überhaupt gar kein Problem mehr. Das Problem nur, wenn der Computer spielt, der weiß nicht, wen er auslöschen soll mit Nihilus. Ja, mit Nihilus sollte man selbst auslöschen und dann kann ich das Team hier problemlos besiegen. Ja, die sind keine Herausforderung. Das Problem ist nur, wer der Computer spielt, der weiß nicht, dass er selbst auslöschen soll und löscht dann vielleicht Chopper aus oder Kanan oder sowas. Und mein komplettes Sith-Team ist nicht dazu in der Lage, ein Phoenix-Team zu besiegen. Die können das nicht. Jeder Angriff macht schlechte Statusveränderungen, jeder Angriff heilt das Phoenix-Team. Also die haben keine Möglichkeit, die machen nicht genug Schaden, um das Phoenix-Team zu besiegen. Im Prinzip muss jedes Phoenix-Team, das gegen mein Team kämpft, einfach nur Nihilus killen und dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis der Rest des Teams drauf geht. Euer Versagen ist überaus bedauerlich. Mein Nihilus-Team muss aber das Phoenix-Team nicht in der Verteidigung besiegen. Die müssen einfach nur überleben. Und um zu überleben, brauche ich eben einen höheren Ausrüstungslevel. Also die müssen bloß 5 Minuten überleben, ja, das den Gegnern möglichst schwierig machen, dass sie einfach überleben, nicht sterben, ja, in den 5 Minuten und dass dann die Zeit abläuft. So macht das Phoenix-Team ja auch. Ich meine, Phoenix-Teams sind
keine offensive Bedrohung. Also wenn ich gegen ein Phoenix-Team kämpfe, verliere ich meistens keinen einzigen Charakter. Im schlimmsten Fall gehe ich einfach Timeout. Die Zeit läuft aus, ja. Und weil die einfach so gut in der Verteidigung sind. Und dank Nihilus kill ich Zap und dann kill ich den Rest. Ja, also das ist so, wie es meistens läuft. Egal, in welchem Rang ich bin. Ja, ich war schon Rang 200 noch was. Ich war auch schon Rang 63, 62, 61. Also ich war schon weit in den Top 100 drin. Und egal, gegen welches Phoenix-Team ich kämpfe, egal, wie viel Level das über mir ist, egal, wie hoch die Ausrüstung, wie hoch der Ausrüstungslevel ist von denen oder wie hoch die Mods sind, die killen keinen von mir. Ich kill aber alle. Aber in der Verteidigung ist das Sith-Team momentan gegen ein Phoenix-Team ein bisschen im Nachteil, weil ich nicht tanky genug bin oder mein Sith-Team nicht tanky genug ist, um die Angriffe vom Phoenix-Team zu überleben. Weil die aber keine besonders starke Offensive haben, könnten sie es überleben, wenn sie alle mehr tanky wären. Also tankier wären, ja. Das bedeutet, ich brauche mehr Sterne und ich brauche endlich mal ein Ausrüstungsstufe 9. So wie bei Maul. Der Grund, warum ich nur 8 habe mit allen, ich zeige das nochmal ganz kurz hier. Hier ist übersichtlicher. Der Grund, warum ich nur 8 habe mit allen, ist ganz einfach mit denen hier. Ich habe ja für Nihilus gespart. Und ich habe das mal durchgerechnet und ich erspare euch jetzt mal die Rechnung, aber ich sage es euch ganz kurz. Um Nihilus zu bekommen auf 4 Sterne, habe ich insgesamt 6400 Kristalle ausgegeben. 6400 Kristalle, um Nihilus auf diesen Punkt zu bringen. Okay? So. 6400 Kristalle wäre umgerechnet 14 Tage am Stück, jeden Tag dreimal Kantine-Energie resetten plus dreimal normale Energie resetten. Also 450 Kristalle am Tag. Ja, 300 für die. Und 150 für die. Das sind 450 Kristalle am Tag. Das sind ungefähr 14, noch was. Mal 450. Dann kommt man auf 6000. Also circa 14 mal 450. Dann kommt man auf 6400 circa. Okay. Und wenn ihr euch mal überlegt, 360 Kantine-Energie, 360 normale Energie zusätzlich, wie viel man hätte farmen können. Ich wäre 2 Level höher. Ich wäre jetzt schon Level 76. Ich habe das nachgerechnet. Ich wäre also über 10.000 Erfahrungspunkte sind das. Das bedeutet, ich wäre jetzt schon über Level 76. Also knapp Level 76 jetzt an diesem Punkt. Ich könnte also schon meine ersten Omega-Punkte verteilen an meine Charaktere. Und ich hätte tonnenweise mehr andere Charaktere, Ausrüstung gefarmt und so weiter und so fort. Also ich habe extrem zurückgesteckt, um Nihilus zu bekommen. Und jetzt investiere ich jeden Tag 150 Kristalle und mache 3 normale Energieresets am Tag und versuche verzweifelt, diesen Rückstand wieder aufzuholen. Darum habe ich davon abgeraten, das zu tun. Ich habe das fürs Let's Play gemacht. Für mich, weil ich eben Pläne habe, weil ich Spaß an Nihilus habe, aber vor allem, weil ich euch eben nicht das typische Sith-Team zeigen möchte, sondern eben ein bisschen Abwechslung bieten möchte fürs Let's Play. Also nicht die typischen Schutz- und Lebenspunkte, sondern eben Schutz wird aufgelöst für Lebenspunkte. Ja, das ist das, was Nihilus macht. Und ich wollte euch eben diese Abwechslung bieten. Das ist auch ein Grund, warum ich das gemacht habe. Es gibt viele Gründe, warum ich das gemacht habe, die mich zu dieser Entscheidung gebracht haben. Aber ich muss jetzt extrem zurückstecken und dafür eben jetzt gucken, dass ich die mit der Ausrüstung aufhole. Ja, am meisten hapert es hieran, dass ich sowas brauche. Das hier, ja, wovon ich 50 brauche, was ich aber nur im Shop kaufen kann. Oder eben Raid Rancor Stufe 5. Oder beispielsweise, um das Beispiel mal bei Emir zu machen. So, das hier, ja, das kann ich auch nur kaufen, das kann ich nicht farmen. Da hängt es am meisten. Ich könnte natürlich bei den Lieferungen 1400 Kristalle ausgeben und das direkt fertig kaufen, um das Ganze ein bisschen voranzutreiben. Das will ich aber nicht. Ja, wir wollen ja weiterhin Free-to-Play bleiben. Also wir erfahren uns alles selbst, außer wie gesagt das eine Ray-Angebot, das war mal was Besonderes. Oder wenn mal eine Spende reinkommt oder so, ne? Ihr wisst ja, unten in der Videobeschreibung ist ein Spendenlink. Da könnt ihr draufklicken und an das PayPal-Konto spenden von mir. Dann gebe ich vielleicht mal die Spende aus oder so, um das Let's Play voranzubringen. Wird ja alles ins Let's Play investiert, dann mache ich das mal. Und ansonsten bleibt das Ganze hier möglichst free to play.
So, gerade noch mal eine Kleinigkeit. Wir gehen noch mal ganz kurz auf unsere Gilde. Auch unsere Gilde muss geehrt werden. Das machen wir hier. Fox ist unser neuestes Mitglied, der jetzt mit dabei ist. Wir haben noch Sioti mit dabei, Xlor, Bantigre. Wir haben Syntrax, Spellforce 78, Sithgold Forever, Shinsus, Gesser, Seraph the Kid, R2D2, Pinky, Phoenix Reel. Das heißt übrigens No Use for a Name. Ne? Das habe ich ja schon mal gesagt, glaube ich, in einer Folge. Nivea, Nils 44 Gamer, Nico 2007, Nachtschatten, Molle Leiser. Micha, Mephisto, Mef 3, Mef 02, Mantrix, Meister L, Marvin, Luna Akira, Lord Ada, Loch 67895, Landers, Quizen, Night Armor, Killer Ente, Kale Solo, Hanswurst, Ferry, Divus, Dark Killgrave, Captain Cassian, Bloody Shadow 150, Blacksaw, 002, Belphegor, Antimate. Und jetzt nochmal ein kurzes letztes Shoutout an eine Discord-Gruppe. Und zwar die Discord-Gruppe nennt sich Deutsche Star Wars Galaxy of Heroes Community. Und zukünftig werde ich den Discord-Server, den Link auf diesen Discord-Server, unten in der Videobeschreibung verlinken. Das bedeutet, auf diesem Discord-Server bin ich auch vertreten. Die haben einen extra Post, also einen extra Kanal angelegt, der heißt YouTube-Content. Und da dürfen YouTuber, die Galaxy of Heroes Content machen, so wie ich, ihren Content veröffentlichen. Ich habe mich mit dem Administrator von dieser Gruppe abgesprochen. Der hat dann kurz daraufhin diese Gruppe angelegt, was ich ziemlich cool finde. Und der hat allen YouTubern wie mir und noch ein paar anderen einen Tag gegeben, dass man erkennt, wer ein YouTuber ist. Also an alle die unter euch, die eben Interesse daran haben, nicht nur meinem Discord-Server beizutreten, sondern auch dem Discord-Server der offiziellen, also der deutschen Star Wars Community, Star Wars Galaxy of Heroes Community. Unten in der Videobeschreibung ist der Link. Tretet ruhig bei. Wie gesagt, ich und viele andere YouTuber sind auch damit vertreten. Das heißt, ihr könnt auch mal andere deutsche YouTuber finden oder euch mit anderen Spielern kurzschließen. Und hier nochmal ein großes Shoutout und ein großes Dankeschön an den Administrator, der uns das Ganze ermöglicht hat. Außerdem habe ich ein bisschen in Anführungszeichen Werbung gemacht für unsere Gilde in der deutschen Star Wars Galaxy of Heroes Community Facebook-Gruppe. Auch die verlinke ich hier unten in dem Video, in der Videobeschreibung. Das heißt, auch der könnt ihr beitreten, falls ihr noch nicht Mitglieder seid. Da könnt ihr euch auch absprechen. Das sind auch viele andere Gilden für die Leute, die eben meine Videos schauen, aber nicht in meine Gilde möchten, sondern eben andere Ambitionen haben und vielleicht eine andere Gilde, größere Gilde möchten oder so. Ihr werdet aber vielleicht auch in den nächsten Folgen neue Mitglieder sehen. Da haben mich schon ein paar angeschrieben über Facebook. Es kann sein, dass die demnächst bei uns reinkommen, die schon viel höher sind vom Level her als wir, schon viel weiter sind, die uns hier unterstützen möchten. Ich freue mich drauf, ich bin gespannt, wie sich das Ganze entwickelt, nachdem ich jetzt mal kurz die Werbetrommel gerührt habe. Ich will das ja eigentlich gar nicht machen, ja? Ich will mich ja nicht aufzwingen und sagen, Leute, ich bin Let's Player, ich habe eine Gilde, kommt zu mir. Hier kriegt ihr Aufmerksamkeit oder sowas, ja? Das will ich ja nicht. Aber ich habe mir gedacht, komm, für die Gilde, für euch, wir reißen uns ja alle dermaßen den Hintern auf, um hier irgendwie voranzukommen. Und ich finde, wir alle haben es verdient, uns ein bisschen bekannter zu machen, um kurz auf uns aufmerksam zu machen. Das machen ja alle Gilden, ja? Und ob ich jetzt Let's Player bin oder nicht, ja, wenn ich jetzt kein Let's Player wäre, würde ich das ja auch machen, so wie alle anderen Gilden auch. Und ob ich jetzt Let's Player bin, hin oder her, ja, ich habe mal ganz kurz versucht, unsere Gilde ein bisschen bekannter zu machen. Und vielleicht kommen ja ein paar neue, starke, aktive Spieler mit rein und es hilft uns allen. Das wäre auf jeden Fall ziemlich cool. So, ich habe wieder viel gequatscht. Das musste aber sein, einmal um euch Maul zu zeigen. Ach so, noch eine Kleinigkeit. Schiffe. Bin ich momentan auf Rang 42. Läuft ganz gut. Dank Darth Maul. Und irgendwann einmal schaffen wir es auch, Vaders Schiff freizuschalten. Dann läuft es vielleicht ein bisschen besser. Also Schiffe sind ganz ordentlich. Das nochmal ganz kurz als kleinen Hinweis. Und ja, Schiffe, Maul. Unsere Gilde, Shoutout. Shoutout an die deutsche Star Wars Galaxy of Heroes Community auf Discord und die deutsche Star Wars Community auf, in Facebook, so rum. Das sind alles Sachen, wo ich jetzt mit unserer Gilde und meinem Kanal in die Öffentlichkeit gegangen bin, also versucht habe, eben ein bisschen auf uns aufmerksam zu machen. Und wir werden in den nächsten Folgen sehen, wie es sich entwickelt. Also, dann wollen wir mal, Freunde, Kämpfe der hellen Seite, Maul auf 6 Sterne werdet ihr in einer anderen Episoden-Action sehen. Wir machen jetzt hier weiter. 10 Energie pro Kampf. Nehmen wir gerne auf uns. Wen nehmen wir hier mit? Ich würde mal sagen, wir nehmen mit, ich würde ja gerne Blacksa 002 mitnehmen. Wen haben wir noch?
Oder wisst ihr was? Komm, wir nehmen mal Nivea mit hier. Nivea's Hera. Die hat jetzt schon Ausrüstungsstufe 7. Mal schauen, ob die das schafft. Natürlich mit diesem Team. Das ist unser stärkstes helle Seite-Team, das wir haben. Ich habe jetzt die Level noch nicht aufgetuned. Kane ist sogar noch Stufe 66. Mal gucken, wie es läuft. Ich glaube, Kane hat noch nicht mal richtige Mods. Mal schauen, wie es läuft. Wenn es nicht gut läuft, muss ich da halt ein bisschen nachhelfen auf Screen. So, ist ja fast schon ein bisschen Retro, hier wieder mit unseren Jedi rumzurennen. Bin ich ja schon gar nicht mehr gewohnt. Da Kilgrave hat versucht, sich zu bremsen, aber er braucht mehr galaktische Kriegknoten. Kann ich sehr gut nachvollziehen. So, die meiste Gesundheit und ihr seht, mittlerweile ist die Hera von Nivea schon stark genug, um hier den Gegnern Entblößen zu verpassen. So, die greifen alle an. Ich weiß gar nicht, was der eben gemacht hat. Der hat uns irgendwie ausgelacht oder so. Komm, wir entblößen den mal. Dann schicken wir mal ganz kurz hier Hera wieder vor. So, haben den gekillt. Perfekt. Killen den auch mal. Und wir sollten uns langsam mal heilen. Ich mache das jetzt nicht. Ich mache das bei der nächsten Runde. Ich hoffe mal, es ist nicht zu spät, wenn wir uns bei der nächsten Runde heilen. Wir haben ja Qui-Gon. Wir müssten ja eigentlich mehr Tempo haben als die Gegner. So, pusten wir erst einmal den hier rum. Nummer 1, den hier verpassen wir. Ah nein, wisst ihr was? Wir schicken hier Ezra vor. So, dann greifen wir hier mit Qui-Gon an. So, sehr gut. Greifen wir auch noch mit Ezra an. Perfekt. Dann greifen wir den hier mal an mit Yoda. Der ist hundertprozentig wieder schneller dran. Dann werden wir mal ganz kurz hier ein bisschen kauterisieren. Heilen uns mal. So. Jawohl, Yoda ist wieder dran. Und jetzt machen wir doch das hier. Perfekt. Also so schnell wird uns hier definitiv nichts passieren. Oh, shit. Okay, das mit dem definitiv nehme ich zurück. Wir geben mal Kane hier ein bisschen Schutzschild. Nur für den Fall der Fälle. Einfach blöd, das zu machen. Machen nochmal mehr Schild. So, auf Nivea noch mit oben drauf. Und dann greifen wir mal hier an. Zack. Sehr schön. Fähigkeitsblockade hat funktioniert. Unser Angriff macht trotzdem noch Damage. Ja, ihr merkt schon, ich muss mal bei den Jedi noch mal ein bisschen investieren. Hab mich ja die ganze Zeit nicht gemacht, um mich eben auf die Sith zu konzentrieren. So, komm, wir schicken hier Hera, zack, entblößt und vermöbelt. Perfekt. Nächster Kampf wartet auf uns. Oh, das sind ein paar von diesen Magma-Trupplern. Wir nehmen jetzt mal mit hier. Guck mal, wir könnten Captain Cassens Aqua mitnehmen. Komm, das machen wir mal. Ne, ihr habt auch mittlerweile aufgeholt mit euren helle Seite-Charakteren. Das heißt, ich kann die jetzt hier wunderbar als Unterstützung gebrauchen. Sehr schön. So, natürlich müssen wir die Taskenräuber immer zuerst ausschalten. Und ich würde mal sagen, wir schicken mal hier Aqua vor, damit er schneller dran ist. Und ihr habt gerade gesehen, weil das ein als nicht offensiver Skill gilt. Können wir das hier machen? Nein, wir machen das hier. Taktische Chemie. Ne, das greifen wir auch gleich an. Sehr gut. Und ich würde eigentlich gerne mal den hier normal angreifen. So. Dann greifen wir Qui-Gon an. Perfekt, der ist auch gleich wieder dran. Greifen den hier an. Sehr schön. So war es gedacht. Und damit sind wir durchgekommen, ohne Schaden zu nehmen. Grandios! So, die nächste Gruppe wartet auf uns. Wieder Piraten. Wir pusten wie immer die Kleinen zuerst weg. Das war ein bisschen Overkill gerade. Ich habe ja auch nicht mehr meine besten Mods drin. Das muss ich mir auch dazu sagen. Ich habe meine besten Mods, unseren Sith gegeben. So, mit wem greifen wir an? Ich würde mal sagen, wir schicken hier Qui-Gon vor. Kriegt aber weniger Schaden. Das passt soweit. Wirft nur eine kleine Granate, einen kleinen Thermaldetonator. Aber den entschärfen wir jetzt mal heimlich. Okay, weiter geht's, Freunde. Wir schalten die Magma-Truppler zuerst aus hier. So, Nummer 1. Dann greifen wir den nächsten an. Hätten da noch wieder taktische Chemie vielleicht. Ich denke, sehr gut. Yoda wird dafür sorgen, dass wir überleben.
Hier seht's, Akbar hat dafür auch angegriffen. Jetzt machen wir mal hier taktische Chemie. Dafür greift er gleich wieder ein zufälliger Rebell an. Das ist sehr gut. Okay, wir greifen normal an. Ich hebe taktische Chemie mal auf. Hier greifen wir auch normal an. So, sehr gut. Hat's kurz gehangen. Hier greifen wir auch normal an. Okay, hier benutzen wir es. Wir machen jetzt das hier und schicken Qui-Gon vor. Qui-Gon wäre, glaube ich, hier die beste Wahl. So, sehr gut. Dann sind wir auch gleich wieder dran. Kriegen wieder ordentlich Bonuszugleiste. Qui-Gon ist dran. Und wir greifen die auch mal direkt mit an. Tonnenweise Bonusangriffe. So will ich das sehen. Und auch den hier pusten wir weg. Sehr schön. Ja, ihr seht, Akbar als Verbündeter läuft wunderbar. Oder Akbar als Anführer würde auch wunderbar laufen. Eben mit Ezra und Qui-Gon oder so. Ne? Es hagelt Bonusangriffe hier. Oh mein Gott, hier haben wir es mit Maul zu tun. Das kann schwierig werden. Und ich würde sagen, wir nehmen jetzt mal wieder eine Hera mit. Und zwar die hier. Die ist nämlich ziemlich stark. Ich nehme die deswegen mit, weil wir es mit einem Maul zu tun haben. Ihr wisst ja, Freunde, verzweifelte Situationen erfordern verzweifelte Maßnahmen. So, können wir auch mal hier vielleicht so, zack, Qui-Gon vorschicken. Oh Mist. Das war mir ein bisschen zu großer Schaden hier auf Hera. Sollten wir heilen, sobald wir können. So, wieder Piraten. Ist auch nur ein Angriff. Komm, ich heile mal ganz kurz hier. Können wir den hier wegpusten? Jawohl, sehr gut. Ich wollte ihn ja nicht wieder overkillen. Der ist ausgewichen. Gibt's ja nicht. So. Jawohl, der hat sich Konter gefangen. Und dafür geht er drauf. Und ich würde mal ganz kurz... Ja, komm, wir machen einfach Basis. Ich wollte in den Auto-Basis-Modus gehen, aber das machen wir jetzt hier nicht. Perfekt. Okay, so gefährlich Maul auch ist, wir müssen die Druiden zuerst wegpusten, denn die sind ein bisschen gefährlicher gerade. Deswegen machen wir das mal ganz kurz hier, versuchen zu taunten. Möglichst viel rauszuholen. Ich schicke mal ganz kurz hier nochmal Yoda vor. Der muss uns nämlich beschützen gleich, und zwar damit, vor Mauls Angriff, weil Maul wird wahrscheinlich gleich Flächenschaden machen. Ja, genau, habe ich mir gedacht. Ezra wurde leider getroffen. Aber ich denke, das haben wir im Griff. Wir greifen ihn mal an. Sehr gut, haben ihn entblößt. Könnt ihr ihn betäuben? Er wird auch besiegen. Sehr schön. Perfekt. Der nächste Kampf beinhaltet unter anderem Darth Vader. Und hier gibt es etwas, was wir farmen können, was wir auch brauchen. Gehen wir da mal rein. Und... Hier R2D2 hat Fives als Anführer. Finde ich ja sau cool, muss ich sagen. Weil ich Fives sehr, sehr gerne mag. Ich weiß ja nicht, für die Leute, die es noch nicht wissen, ich habe es, glaube ich, mal in einer Episode erwähnt. Ich finde, Fives ist mit Abstand der coolste von allen Klonen. Ich mag Rex auch sehr gerne. Rex kommt ganz, ganz, ganz dicht hinter Fives für mich. Aber Fives war für mich vielleicht sogar der coolste Charakter in Clone Wars. Jetzt mal abgesehen von Dooku natürlich. Der coolste Charakter in Clone Wars für mich. Und ich bin ein Riesenfan von Fives. Also ich mag den wirklich sehr, sehr gerne. Hier nehmen wir Mephistos Wedge mit. Er hat ja mittlerweile Wedge gelevelt. Und das ist so sein Vorzeigeanführer für die helle Seite. Und wir schauen mal, wir werden jetzt mal auf Herz und Nieren prüfen. Ja, und ich finde, Fives ist der absolut coolste Charakter. Und ich werde auch definitiv, das ist keine Frage, ich werde definitiv mal ein Klonteam machen. Also, es ist keine Frage ob, sondern nur wann. Sobald ich die Ressourcen frei habe, werde ich ein Klonteam machen. Das wird vielleicht sogar mein haupthelle Seite-Team werden im Laufe des Let's Plays. Ich habe ja mal gesagt, wenn ihr euch erinnert, am Anfang des Let's Plays, habe ich mal erwähnt, dass ich ein Jedi-Team machen wollte. Für den Anfang des Let's Plays. Und gegen Ende des Let's Plays wollte ich auf Sith umschwenken. Genau genommen befinden wir uns schon am Ende des Let's Plays, ja. Das bedeutet, ich habe jetzt helle Seite,
gespielt, die, über die Hälfte des Let's Plays. Und die andere Hälfte des Let's Plays geht es jetzt darum, das Sith-Team zu leveln und eben noch die helle und dunkle Seite kämpfen abzuschließen. Und ich habe ja gesagt, ich wollte mindestens die Cantina-Kämpfe beenden und die helle und dunkle Seite Kämpfe, wenn ihr euch erinnert, ja, wollte ich komplett beenden. Und mit unseren Jedi und mit unserem Sith-Team werde ich die helle Seite, also ich werde mit dem Jedi die helle Seite Kämpfe beenden und mit dem Sith-Team die dunkle Seite Kämpfe beenden. So, das sind die zwei Teams, die ich mindestens im Laufe des Let's Plays zeigen wollte. Und abhängig davon, wie gut das Let's Play läuft, werde ich als Bonus noch mehr bringen oder eben das Let's Play beenden, sobald wir das erreicht haben, was ich erreichen wollte. Und im Moment sieht es so aus, dass das Play richtig, richtig super läuft und mir das Ganze riesen Spaß macht. Komm, wir machen mal das hier. Wir rufen mal die Staffel Rot. Fügt allen Gegnern physischen Schaden zu und imperiale Gegner und ihr Gegner mit 50% oder mehr Gesundheit erleiden durch diesen Angriff 50% mehr Schaden. Also, fresst das! Imperialer Abschaum! Oh, das war großartig. Sehr gut. Machen wir nochmal hier vierfache Geschwindigkeit, heilen uns nochmal ganz kurz hoch. So. Und schicken mal hier den davor. Perfekt, den killen wir ganz kurz. Und ich habe natürlich auch schon Pläne dafür, wenn das Let's Play... Komm, wir machen mal ganz kurz das hier. Was macht das da? Fokussiertes Feuer fügt immer wieder physischen Schaden zu und senkt bis zum Ende von Rages nächster Runde seinen Verteidigungswert. Ziele, deren Verteidigungswert bereits gesenkt ist, erleiden Schließangriff 50% mehr Schaden. Sehr schön. So, da kriegt es also mehr Schaden. Und wenn Rage nochmal angreift, macht es noch mehr Schaden. Und wir sind jetzt an einem Punkt angelangt, wo ich sagen kann, das Let's Play wird wahrscheinlich noch ein bisschen länger dauern, als einfach nur das, was ursprünglich geplant war. Weil das Spiel einfach so toll ist und weil ihr so grandios seid und weil das Spiel einfach... Ne, also wir haben alle so einen riesen Spaß dabei, also warum soll ich das Let's Play beenden, wenn wir hier mit Kapitel 9 durch sind? Ja, dementsprechend läuft das noch weiter. Und ich brauche natürlich Pläne dafür, wenn es weiterläuft. Und diese Pläne, wie das Ganze weiterläuft, habe ich natürlich schon im Kopf, ja. Und da man circa 4 bis 5 Teams braucht, wenn man High-End ist, also wir brauchen also 4 bis 5 High-End-Teams. Eines meiner High-End-Teams wird natürlich ein Sith-Team sein, das Sith-Team, ja. Das andere High-End-Team wird unser Jedi-Team sein. Das sind halt unsere beiden Teams, in die wir am Anfang investiert haben. Ich werde also versuchen, Jedi möglichst stark zu machen. So wie sie jetzt sind, werden sie nicht bleiben. Die werden sich ändern. Und ich werde versuchen, Sith möglichst stark zu machen. So, mein Sith-Team wird auch nicht so bleiben, wie es aktuell ist. Die werde ich auch noch umbauen. Und dann gibt es noch 2 Teams, die ich auf jeden Fall noch machen werde. Für die helle Seite habe ich gerade verraten, ja, das wird ein Klon-Team sein. Ich werde also auf jeden Fall ein Team machen mit Klone. Ganz egal, ob das jetzt irgendwie Top-Tier, mega High-End ist oder nicht, ist mir völlig egal. Ich werde es machen, weil ich es liebe und weil ich es gerne in diesem Let's Play haben möchte und euch zeigen möchte. Werde ich ein Klon-Team machen. Das wäre dann das zweite helle Seite-Team. Und ich mache ein zweites, also dass das High-End wird, in das ich voll investieren werde. Wenn Jedi und Sith gemaxed sind und ich kann da nicht mehr viel machen, dann kommt das Klon-Team. Und ich werde ein weiteres dunkle Seite-Team machen, dass wir 2 helle Seite-Teams haben und 2 dunkle Seite-Teams. Welches dunkle Seite-Team das sein wird, lasst euch damit überraschen, Freunde. Das wird auch nochmal, also es war auch eine kleine Überraschung, was das zweite dunkle Seite-Team sein wird, okay? Ich werde natürlich auch noch ein Phoenix-Team machen, mit dem wir Thrawn freischalten, mit dem wir Imperator Palpatine freischalten. Mit Hilfe von Thrawn und Palpatine werden wir natürlich noch R2-D2 freischalten. Wir werden Commander Luke Skywalker freischalten. Wir machen irgendwann mal heroische Raids und schalten Han Solo und Commander Luke Skywalker frei und so, ne? Han Solo und General Kenobi. All die Sachen machen wir sowieso, ja? Aber es gibt 4 Teams, die ich mir zu einer Herzensangelegenheit gemacht habe, zu einem persönlichen Ziel im Laufe dieses Let's Plays. Und die möchte ich im Laufe dieses Let's Plays gerne komplett gemaxed haben, weil ich persönlich einen riesen Spaß daran habe. Und sei es auch nur, um den Galaktischen Krieg zu machen, ja? Sei es nur dafür. Sei es nicht mal für die Arena. Einfach nur, weil ich Spaß dran habe. Und das sind eben Klone, einfach weil ich Fives so sehr liebe. Dann natürlich Sith. Einfach deswegen, weil ich eben eine so große Bindung zu Darth Nihilus habe, zu Count Dooku vor allem. Dann natürlich Jedi wegen Qui-Gon Jinn. Das habe ich am Anfang schon mal gesagt. Ja, hauptsächlich wegen Qui-Gon Jinn. Und dann noch ein Dunkelseite-Team. Und
wer mein Let's Play, wer meine Lieblingscharaktere schon ein bisschen kennt, kann sich vielleicht denken, auf welches dunkle Seite-Team ich spekuliere. Ich gebe euch mal einen Tipp. Dieses dunkle Seite-Team kann ich jetzt noch nicht effektiv machen. Ja, das habe ich schon mal erwähnt. Aber ich spekuliere auf ein Rework für diese Fraktion. Und wenn dieses Rework kommt, wird dieses dunkle Seite-Team definitiv gemacht. Okay? Wir haben hier eine Anfrage von jemandem bekommen. Matt McRae. Jemand aus Black Sun Force. Und jemand, dessen Freund, frage ich gerne akzeptiere. Es kann sein, dass es einer von den Leuten ist, die ich vorhin schon mal erwähnt habe. Also lieber Matt McRae, ich heiße dich herzlich willkommen im Team meiner Freundesliste. Es wäre natürlich ziemlich cool, wenn du auch in die Gilde mit reinkommst, falls du jemand von denen bist. Und ich weiß gar nicht so genau, ob ich nicht schon mal jemanden hatte von Black Sun Force. Diese Gilde sagt mir auf jeden Fall etwas. Oder ob Bats McRae oder schon mal angefragt hat. Ich scroll mal ganz kurz durch hier. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Mal schauen. Ultimate Defender. Nein, also Matt McRae von der Black Sun Force. Ich dachte, er hätte mich schon mal angefragt. Oder so jemand hätte mich schon mal angefragt. Jemand, der so hoch ist. Aber naja, auf jeden Fall, seht ihr, es kommen jetzt vielleicht ein paar mehr Leute mitten in dieses Let's Play, die ein bisschen höher sind vom Level. Ihr wisst, woher das kommt. Durch Discord, durch Facebook. Die Links zu den entsprechenden Gruppen, Discord und Facebook-Gruppe, findet ihr in der Videobeschreibung. Und ansonsten hoffe ich mal, dass die Gilde jetzt vielleicht noch ein bisschen mehr wächst und gedeiht. Würde mich auf jeden Fall riesig freuen. Denn irgendwann einmal hat dieses Let's Play weit über 100 Folgen, vielleicht sogar weit über 200, über 300 Folgen. Und dann blicken wir zurück und können das hier als eine Art Tagebuch, als eine Entwicklung sehen, was wir gemeinsam geleistet haben. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, ich freue mich auf euch und ich freue mich darauf, dass ich euch, oder wenn ich euch wieder begrüßen darf bei der nächsten Episode. Das wäre auf jeden Fall ziemlich cool und ich hoffe, ihr freut euch auf die nächste Episode. Vielen Dank und möge die Macht mit euch sein.